Kennt ihr schon das neue Schiedsrichterportal? Ab jetzt finden Schiedsrichter alle Infos im Netz, ganz neu und alles digital. Zum Beispiel das komplette Regelwerk. Das Regelwerk ist komplett digital aufbereitet worden. Alle Regelbereiche mit Erläuterungen zu den einzelnen Dingen, die regeltechnisch auch immer wieder kompliziert begründet werden müssen, sind aufbereitet mit Fotos, mit Grafiken, mit Videounterstützung. Das war das große Ziel, dass wir das geschafft haben, weil es das bisher nur im Printmedium, in den Printversionen gab, und das haben wir jetzt digital vollständig aufbereitet. Außerdem wöchentlich neue Inhalte wie der Pfiff der Woche zum Mitraten und Wissen testen. Es wird erläutert, warum diese Entscheidung der Schiedsrichter so getroffen worden ist oder warum sie richtig war oder möglicherweise auch, warum sie falsch war. Das Portal ist nicht kostenlos, aber ich glaube, dass diese Summe gut investiert ist, weil doch sehr, sehr viel Material zur Verfügung steht, was man für, auch als Trainer für die Arbeit mit Mannschaften nutzen kann oder auch für Handballfans, die auch schon hin und wieder mal fragen, warum haben die Schiedsrichter das so gepfiffen? Also auch da dann die Antworten finden können und vielleicht mehr Verständnis auch für die Entscheidungen von Schiedsrichtern aufbringen können, wenn man mal erkannt hat, dass das auch das Regelwerk so vorsieht und was denn auch dahinter steckt. Das neue Schiedsrichterportal ist jetzt online. Alle Infos zur Nutzung und Kosten auf dhb-schiedsrichterportal.de.